an, aber den geht jetzt hauen wir mal ja. Ich hoffe, dass Mal. es euch allen gut geht, sehr wohlauf seid. Ungam sauer. Der andere wieder dabei, Und der mit aber den diesem geht Wunsch hauen wir ja. zusammen, Für Jalan, herzlich willkommen. Und in diesem Zusammenhang auch im Rahmen des neuen tibetischen Jahres, Losar, Grüße und Glückeswünsche an alle und dass in diesem neuen Jahr es euch allen wohlergehen möge, dass sich euer Lernen, euer Überprüfen und Vertiefen von Dharma entwickle und gedeihe, dass ihr alle langen Lebens ohne Krankheit seid. Von heute angefangen möchte ich über 4 Wochen hinweg die autobiografischen Wertschätzungen von Jibtsen Miki Dorje besprechen, genannt die guten Taten und einzigartig. Heute haben wir eigentlich diese Skünsche des Winterdharma. Aber jetzt ist es im Frühjahr gelandet und heißt Frühlingsdharma. Vielleicht ist das der Anlass dafür, dass man es in Zukunft auch als Fortsetzung davon Frühlingsdharma nennen sollte. Sonst haben wir immer von Günchi, also Winterdharma, Winterdharma gesprochen und deshalb, weil wir uns halt im Winter getroffen haben. Und jetzt ist hier der Frühling der Platz geworden, an dem wir es abhalten. Also ich will nicht ausschließen, dass wir in Zukunft den Namen von Winterdharma auf Frühlingsdharma verändern könnten. Solche Gedanken sind mir gekommen, aber es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, es heute schon endgültig zu entscheiden. Nun, was den Dharma betrifft, der jetzt und hier zu lehren ist, dafür ist mein hauptsächliches Anliegen, meine dahinterliegende Lehrabsicht, weil sich für jene, die sich in erster Linie dem Studium und den Grundlagenwerken widmen, wahrscheinlich unter den Wiederverkörperungen des Gyalwan Karmapa, der achte Karmapa, Migyo Dorje, ihnen am nächsten steht. Der Grund dafür ist wohl darin zu suchen, dass er zahlreich Kommentare, Erklärungen zu dem mittleren Weg, Pragyaparamita, Vinaya, Abhidharma verfasst und darüber hinaus aufgrund eigener Erforschung und Geisteskraft viele vollständige, makellose Erklärungen der Lehrabsicht von Sutras und Tantras und vieler großartiger anderer Schriften gegeben hat. Er hat sich mit der Weltsicht, der Übung, dem Leben der Kagyü-Meister der Vergangenheit befasst und so weiter. Und insofern ist es seine Güte, nicht nur für Karma Kamtsang Tradition, sondern auch die Lehrrichtung der gesamten Thakpo Kagyü, dass wir jetzt und heute aufrechten Hauptes schreiten können zwischen all den anderen Lehrtraditionen, denke ich. Das ist meine Meinung dazu. Wenn ich jetzt mich selbst betrachte, dann bin ich nicht jemand, der jetzt in erster Linie Geschichte und Biografien durchforscht hat oder eine große, weite Übersicht besitzt. Nichtsdestotrotz habe ich im Laufe der Jahre durch immer wieder Begegnung mit Lesen von Miki Dorjes Schriften, mehr so hier und da in zerstreuter Weise, doch ein gewisses Maß an Kenntnis
darüber erworben. Ich habe aufgrund all dessen jetzt zwar nicht selbst jene Art von tiefem Herzensvertrauen oder Glauben in der Art und Weise, wie es im Dharma nötig wäre, daraus entwickelt, aber in einer ganz weltlichen Art und Weise habe ich eine Zuversicht darin gewonnen und auch einen Gefallen daran, dass er jemand ist, der ganz viel für uns getan hat, aus großartiger Güte. Und ich denke weiter, wenn es denn unsere Absicht ist, sein sollte, dass wir die Lehre dieser Übungstradition versuchen aufrechtzuerhalten, zu bewahren und zugänglich zu machen, dann sollten wir wohl Bescheid wissen über die Ursprünge und darüber, wie unsere Vorväter anfangs genau diese Lehrrichtung begründet haben und wie andere Meister sie später aufrecht erhielten und am Ende auch, wie viel Härten sie auf sich nahmen und wie viel Anstrengung, um sie zugänglich zu machen und so weiter. Und je mehr wir solcher Art erforschen und uns damit beschäftigen, denke ich, werden wir verstehen, in welcher Weise diese Überlieferung großartig ist, was ihre Essenz und ihren Wert bedeutet. Vor diesem Hintergrund möchte ich gerne erklären, dass dieses Jahres Dharma-Unterweisung hier nicht als ein bloßes Darlegen von Lebensgeschichte und Biografie von mir gesehen werden. Und ich möchte auch euch bitten, das nicht so zu sehen wie eine Geschichtsunterrichtsklasse. Was aber nicht heißen soll, dass ich jetzt der Meinung sei, Geschichtsunterricht und Studium sei grundlegend schlecht, sondern der Grund, warum wir uns jetzt hier damit beschäftigen, so versuche ich es zu erklären, ist, dass wir in erster Linie uns hier mit Dharma beschäftigen. Und wenn Dharma-Erfahrung in unserem Fokus, unserem Blickpunkt steht, dann ist es wichtig, dass wir nicht nur nach außen gerichtet versuchen, etwas zu erlernen und erforschen, sondern dass wir mit einem anderen Teil auch nach innen in unseren eigenes bewusstes Erleben hineinschauen und welchen Effekt es darin zu bewirken in der Lage ist. Und weil das in unserem Hauptfokus liegt, deshalb habe ich es hier so erklärt. Darüber hinaus ist es so, dass die früheren Meister, unsere Vorfahren, den Kern ihrer Dharma-Information oder Unterweisung nicht in schriftlicher Form auf irgendeinem Stück Papier hinterlassen haben. Es zeigt sich mehr in ihrem gesamten Leben, in der Art und Weise, was ihre Absicht und ihr Denken war, wie sie gehandelt haben, ihr Wirken und so weiter. Das heißt, die eigentliche Lehrunterweisung gewissermaßen ist in dem praktischen Ausleben ihres tatsächlichen Lebens zu finden. Und mehr noch, ob jemand ein authentischer Guru, ein authentischer Lehrer ist, das zeigt sich in erster Linie an seinem Leben oder seinem Wirken, welche Absicht er im Inneren gehegt hat, wie er sie in Handeln, Lebensweise umgesetzt und in dieser Weise nun mit Dharma oder mit Dharma in Einklang war oder nicht. Daran entscheidet sich und kann man beurteilen, ob es sich um einen echten, authentischen Guru gehandelt hat. In ganz besonderem Maße nun zeigen diese beiden Autobiografien,
von Jim Migyu Dorje, dass er es nicht für selbstverständlich oder als Voraussetzung annahm, dass er eine Wiederverkörperung von Buddha oder Bodhisattvas sei oder dass er eine Wiederverkörperung der früheren Karmapas mit all ihrer Kraft, der Weisheit und der Liebe und Einflussvermögen sei. Seine Autobiografie erscheint in keinerlei Hinsicht so. Seine gesamte Darstellung der Lebensgeschichte, als er sie niederschrieb, beginnt mit aus einer Sicht eines gewöhnlichen Menschen, eines gewöhnlichen Mönches, der sich zeitlebens sehr bemüht, hart dafür arbeitet, in Einklang mit Dharma zu sein. Das sind gewissermaßen ganz direkte Empfehlungen, Herzensempfehlungen aus der Erfahrung während seines gesamten Lebens. Aus dieser Hinsicht wird eine solche Lebensgeschichte, eine Biografie, eine tiefgründige Quelle tatsächlicher Lehrunterweisung. Und deswegen bitte ich auch darum, dass wir selbst unsererseits, während wir Dharma zuhören, bitte auch auf unsere eigene Absicht, unsere eigene Grundeinstellung oder Verhalten achten und in rechter Weise eingestimmt, so bitte ich um Gehör. Nun, bevor ich jetzt daran gehen möchte, über die eigentliche Lebens- und Befreiungsgeschichte von Jitsin Mikyu Dorje zu sprechen, habe ich gedacht, dass es vielleicht hilfreich wäre, zunächst einmal einen Blick darauf zu werfen, woher der Name Karmapa kam und warum Karmapas auch als die Träger der schwarzen Krone bezeichnet wurden, welche Gründe oder Notwendigkeiten dazu geführt haben und auf diese Weise einen allgemeinen Hintergrund der Geschichte für das Leben des achten Karmapa Migyu Dorje zu geben. Das dachte ich, sei vielleicht jetzt erstmal hilfreich und ich werde dann die eigentliche Lebensgeschichte in kurz etwas dann später vorstellen. Und darüber hinaus auch, wie die Abfolge der Wiederverkörperung der Karmapas gewesen, wer vorher, nachher kam und wer der erste Karmapa gewesen ist, darüber finden sich in der tibetischen Geschichtsschreibung verschiedene unterschiedliche Darstellungen. Um ein Beispiel zu geben, da ist die Beschreibung des großen Sakya-Gelehrten Mangtö Lhotshob Gyaltso, der in seinem Werk von den Daten der großen Meister schreibt. Düsum Khyenpa wird erklärt, als dass er die Wiederverkörperung oder die Verkörperung des sechsten Buddhas dieses glücklichen Zeitalters sei, des Buddha Singha. Karmapakshi hingegen sei die Wiederverkörperung des Mahasiddhas Saraha und wird nicht erklärt als die Wiederverkörperung von Düsum Khyenpa, weshalb ich denke, dass man den ersten Träger der schwarzen Krone als Karmapakshi bestimmen sollte. Nichtsdestotrotz ist der Name Karmapa auch für Düsum Khyenpa im Gebrauche, weil er als Gründer des Klosters von Kampon Nenang in Me, dann Kamaletang dazwischen und der Zurpo-Ansiedlung in Dö deshalb mit dem Namen Karmapa belegt wurde. Und aus diesem Grunde denke ich, dass es bloß
dass Düsum Khyentpa bloß dem Namen nach hier als Karmapa zu rechnen ist. So ist es dort erklärt. Der Kern seiner Aussage, wenn man so will, ist hier, dass Karma Bhakshi nicht die Wiederverkörperung von Düsum Khyentpa und deshalb Karma Bhakshi auch als der erste Karmapa zu bezeichnen sei. Und das, was Düsum Khyentpa betrifft, er als Gründer eben dreier Klöster in Dö, in Me und dazwischen, und insbesondere aber von Karma Lateng Kloster gerechnet wird und deshalb den Namen Karmapa bekommen haben mag. Wenn es also in anderen Quellen heiße, dass Düsum Khyentpa der Karmapa sei, dann sei er nicht der eigentliche. Das eigentliche Karmapa sein beginne dann erst mit Karma Bhakshi. So hat er es überlegt und dargestellt. In seiner Folge hatten dann viele andere Autoren, ohne selber eigene Forschung anzustellen, diese Art der Darstellung oder Meinung übernommen. Insbesondere in der Gelug-Lehrrichtung haben viele Gelehrte in dieses Meinen sich eingereiht. Um ein Beispiel zu geben, da ist Duken Lobsang Chöki Nima, der in seinem Kristallspiegel der verschiedenen Weltauffassungen und Lehrrichtungen schreibt, in Bezug auf Pomtraks Schüler Karma Pakshi reden einige sich ein, er sei Düsum Khyentpas Wiederkehr, ist doch aber eigentlich die Wiederkunft von Saraha und keinerlei historische Quelle findet sich dafür, dass er die Verkörperung von Düsum Khyentpa sein könne. Solche Art ist es also dort erklärt. Nun, wenn also da sowohl von großartigen Sakya wie auch von der Gelug-Lehrrichtung die großen Gelehrten es derart verkündet haben, dann ist bei mir die folgende Empfindung entstanden. Wie es da in den Worten des großen fünften Dalai Lama heißt, die habe ich immer wieder erinnert. Also wie heißt es dort? Wenn Sie mitten in die Kampfzone zwischen den Tigern und Löwen von Sakya und Gelug Gelehrten geraten, dann sollten jene fuchsgleichen Kakyü Übenden schwer aufpassen. Das hat sich bei mir so eingeprägt. Also, dass da der Kampf ist zwischen den großartigen Tigern und Löwen der Gelug und Sakya Gelehrtenschaft und dass dazwischen geraten jene, die da als Kakyü Übende feige Füchse sind, die sehr auf der Hut sein sollten. Der Satz hat sich mir sehr eingeprägt. Nun, wie dem auch sei, vielleicht sollten wir doch ein bisschen mehr Mut aufbringen und mal selber schauen, was denn in den Schriften tatsächlich zu finden ist. Nun, Karmapakshi war im Gegensatz zu den späteren Karmapas, und zwar als die Wiederverkörperung des Düsum Khyentpa erachtet, aber nicht so wie dann später üblich, in einem Ritual wiedergefunden, erkannt, auf einem Thron intronisiert und so weiter. Das war zu jener Zeit so nicht üblich. Andererseits hat Karmapakshi selbst von sich aus immer wieder deutlich erklärt, dass er die Wiederverkörperung von Düsum Khyentpa sei. Da ist zum Beispiel die Autobiografie von Karmapakshi mit dem Namen Die drei Zeiten als zeitlos erkennen, sie zur Vervollständigung der Ausdruckskraft zu führen. Und in der Einleitung dazu schreibt er über das Leben
von Je Dusunkyenpa. Also darin heißt es, in der Lebensgeschichte von Je Dusunkyenpa findet sich, dass er vorhergesagt habe, in einer zukünftigen Zeit im Land der Tibeter in Lothrak an 7 verschiedenen Orten der Erfüllung zum Wohle der Lebewesen zu erscheinen. Und als er den Tritschu-Fluss erblickte, soll er gesagt haben, jemand wird hier meine Absichten vollenden. Und der Jöntag Gönbaba, sagt er, werde über 2, 3 Lebenszeiten hinweg in diesem Pfad erst einmal vorübergehend nicht eintreten. Aus diesen Gründen, also um die Ziele und Herzensabsichten des Dusunkyenpa zu vollenden, hat sich jener, der jetzt mit dem Namen Karmapa weit bekannt ist, mit Bewusstheit und Umsicht innerhalb des Herrscherclans in Trilung, dem Land, das reich an echtem Dharma ist, wiederverkörpert. In kurz also sagt er, dass im Einklang mit dem Vermächtnis und den Vorhersagen von Je Dusunkyenpa genau er sich in dieser Weise wiederverkörpert habe. Das ist also eine Aussage, die durchaus auch eine Begründung beisteuert. Aber auch in seiner eigenen Biografie schreibt er, Karmapakshi, jenes Wesen vergangener Zeit, bekannt als Kenner der 3 Zeiten, und dieser hier, der makellos Dharmakaya Rangjung Dorje ist. Sie sind verschieden zwar in Wort und Zeit, doch tatsächlich eines Wesensstroms. Er sagt also mit anderen Worten, dass jener dort, Dusunkyenpa, und hier dieser, der Rangjung Dorje genannt ist, dass dieser von ihrem Erlebens- und Geistesstrom einer Essenz sein. Was sind das für Klänge? Schien ein Augenblick, als ob man hier die Stimmen von Göttern und Geistern höre. Okay, es heißt also hier aus all diesen Gründen, dass Karmapakshi selber sich so sieht, dass er derjenige sei, der sich im Einklang mit dem Vermächtnis und der Absicht von Dusunkyenpa verkörpert habe, um diese zu erfüllen. Und, das Karmapakshi ja auch aussagt, jener, dieser Dusunkyenpa und ich, Rangjung Dorje, das war der Name von Karmapakshi, dass diese zwei zwar im Zeit unterschiedlich erschienen und vom Namen her ein klein bisschen verschieden daherkommen, aber von ihrem ganzen Erlebens- und Geistesstrom einer Essenz sein. In einer Biografie eines Schülerschülers von Dusunkyenpa, Pomtrakpa, der selbst also Schüler von Drogen Rinchen, dem Schüler von Dusunkyenpa war, und diese Biografie verfasst von Karmapakshi, folgendes, darin also zitiert er Pomtrakpa, der sagt, gestern Nacht, als ich nahe bei dir war, hattest du das Karma von Dusunkyenpa, das Licht aller Kakyus. Und heute hatte ich eine Vision von Dusunkyenpa, welche die gesamte Weite des Raumes erfüllte. Du bist einer vom Glück begünstigt. Geh jetzt nicht mehr weg, sondern bleibe hier und übe diesen meinen Dharma. So heißt es also dort. Was genau steht also darin? Der Guru Karmapakshi war Pomtrakpa. Und Pomtrakpa, so heißt es, habe ganz viele Visionen von Dusunkyenpa gehabt. Und dieser habe also gesagt über Karmapakshi, dass er ihn für ein besonderes, herausragendes, vom Glück begünstigtes Wesen halte. Und darüber hinaus hat Karmapakshi selbst alle die Orte des Wirkens von Dusunkyenpa, die 3 Arten von Klöster
in Mi und Bar und Tö restauriert und dessen Lehre weiter verbreitet und auf diese Weise so geworden, wie Tsun Kenpa selbst in seinem Wirken. In der Art, dass alle, die sich der Kammergage-Überlieferungslinie zugehörig fühlten, ihn, ob sie in Tö oder in Me, überall waren, einmütig ihn als die Wiederverkörperung von Tsun Kenpa sahen. Dazu muss man wissen, dass zu jener Zeit eine solche Prozedur, ein Verfahren, eine Wiedergeburt zu finden und dann zu intronisieren und so weiter, in Rang und Namen zu verleihen, nicht üblich war. Und allein deshalb kann man aber noch nicht sagen, dass er nicht die Wiederverkörperung von Tsun Kenpa gewesen sei. Zum Beispiel, wie man auch in den Jataka-Geschichten von den früheren Lebzeiten des Buddha weiß, ohne dass da irgendeine Art von solchem Wiedererkennen, Intronisieren und so weiter als der Tugut des Buddha stattgefunden habe. Was aber auch in diesem Fall nicht bedeutet, dass alle jene Erscheinungen dort nicht die Wiederverkörperung des Buddhas gewesen waren. Also bloß deshalb, weil es noch keine übliche Verfahrensweise gibt, um jemand als eine Wiederverkörperung eines Buddhas oder eines Bodhisattvas zu erkennen, bedeutet das noch lange nicht, dass jemand nicht eine Wiederverkörperung eines Bodhisattvas oder Buddhas ist. Ins Allgemeinen gibt es viele Prophezeiungen und Aussagen über die Gyalwang Karmapas und eine davon, die aber unstrittig allgemein bekannt und akzeptiert ist, ist jene, ihn als gleichartig im Wesens- und Geistesstrom mit dem sechsten Buddha dieses glücklichen Zeitalters zu sehen. Und wenn man sich fragt, worauf geht das hauptsächlich zurück, dann ist in erster Linie jenes Therma gefunden von Lama Shangshu, aus einem Felsen in Zhang, worin es offenbart wird, dass er der Karmapa, eben der sechste Buddha dieses glücksverheißenden Zeitalters sei. Aus welchem Grunde Lama Shang seinerseits Tsun Kenpa gegenüber den Respekt entgegenbrachte, als sei er der sechste Buddha dieses Zeitalters, was zu einer allgemeinen Verbreitung dieser Botschaft geführt hat. Im Kurz, wenn man also in die Lebensgeschichten schaut, dann scheint es gewiss, dass J. Tsun Kenpa selbst auch mit dem Namen Karmapa bekannt wurde. Zum Beispiel in dem sogenannten Fest der Gelehrten, einem Text und so weiter, heißt es, in Bezug auf die Geschichte, Dharma, Verbreitung und Entwicklung, dass Tsun Kenpa zum Zeitpunkt, als er seine volle Ordination als Bhikshu nahm, die reine Vision gehabt habe, dass er von Dakinis gepriesen wurde als die Aktivität aller Buddhas, Karmapa. Und wenn man also darüber diskutieren würde wollen, dann könnte man sagen, dass Karmapa, der Name Karmapa zu jener Zeit für Tsun Kenpa nicht ein allgemein überall verbreiteter Name, sondern sein eigener verborgener Name war. Aber zur Zeit von Karmapakshi dann als Karmapa allgemein bekannt wurde. Aus diesem Grund hat Karmapakshi selber für sich die Bezeichnung Karmapakshi benutzt. Und gleicherweise ist es dann sehr vielfach vorgekommen, dass der verborgene, der private Name einer Inkarnation dann der öffentlich bekannte Name der nächsten Inkarnation wurde. Zum Beispiel war der verborgene Name von Karmapakshi Rangjung Dorje, welcher aber dann erst der öffentliche bekannte Name der dritten Inkarnation des Karmapa wurde. Und in gleicher Weise war der verborgene Name von Rangjung Dorje Rolpe Dorje, welcher dann in der vierten Inkarnation der allgemeine öffentliche Name wurde.
In solcher Weise gibt es dafür viele Beispiele. Und aus genau diesem Grunde ist es sogar heute noch so, dass man manchmal, wenn es um Zitate geht, dann, weil sie Rangjung-Deutsche zugewiesen werden, Verwechslungen unterliegt, ob es tatsächlich die Aussage von Karmapakshi oder von dem dritten Karmapa Rangjung-Deutsche kam. Warum? Weil eben beide für sich diesen Namen Rangjung-Deutsche in Anspruch nahmen. Wie dem auch sei, aber in einer anderen Quelle, nämlich in dem von Karma Chakmi verfassten Wegführer zu den Kagyü-Klöstern, heißt es, Karmapakshi sei Karmapa genannt, weil er sich in Karma-Kloster für lange Zeit aufgehalten habe. Auf der anderen Seite ist es so, dass der Gründer, derjenige, der die Hauptaktivität von Karma von Karma-Kloster begründet hat, eben Düsung Khyentpa ist. Von daher gesehen wäre es insgesamt berechtigt zu sagen, Düsung Khyentpa ist derjenige, der deshalb den Namen Karmapa verdient. Vielleicht aber ist die Begründung dafür, dass eben Karmapakshi deshalb Karmapa genannt sei, darin zu suchen, dass Karmapakshi sich über lange Zeit in Karmagön, in diesem Kloster, aufgehalten hat. Oder es gibt andere Gründe dafür und das wäre zu untersuchen. In jedem Fall aber, wenn ich an die allgemein anerkannten und üblichen Geschichtsbeschreibungen der Karma-Kaji-Tradition denke, habe ich nirgendwo eine solche Erklärung sonst gesehen. Es findet sich eben aber in diesem Wegführer zu den Karma-Kaji-Klöstern, verfasst von Karma Chakmi. Und dann findet sich noch in einer Stellungnahme von Mangtu Lütup Gyamtso, dass Karmapakshi das Karma-Leting-Kloster gegründet habe und deshalb eben auch Karmapa genannt wurde. Diese Beschreibung passt aber in der Hinsicht nicht, weil sie sich in den Daten irrt. Denn Karma-Leting-Bergklausur ist eindeutig von Rangjung-Deutsche begründet und es findet sich in allen Biografien und anderen Quellen immer nur der Hinweis, dass Rangjung-Deutsche selbst dieses Bergretreat Karma Leteng begründet habe. Insofern passt die Erklärung vom Datum her nicht. So, auf den Punkt gebracht und in kurz ist das Wichtigste, dass jener, der weithin allgemein bekannt geworden ist als Karmapa, Karmapakshi war. Wer zuerst die schwarze Krone trug oder den schwarzen Hut, das war Düsung Khyentpa. Und wenn es darauf ankommt, wer ist zuerst intronisiert worden als Wiedervölkerung, als Tulku, dann war es Rangjung Dorje. Im Sinne all dieser genannten Gründe aber findet sich da auch eine Prophezeiung von G. Düsung Khyentpa selbst, indem er sagt, hier, an dieses Zurpo werden drei mit schwarzem Hut kommen. Und ich denke, dass die Kernaussage dieser Prophezeiung identisch ist mit dem bereits zuvor dargestellten. Und darüber hinaus und in gleicher Richtung gibt es eine Erklärung Mikyu Dorjes zum Yoga-Tantra. Unter jenen, die heutzutage in der Takukagi-Überlieferung unstrittigermaßen als das Auge des Dharma sowohl in Sutra wie Mantra betrachtet, als Bu und Rang, die beiden bekannt sind, ist der eine der erste, der als der allwissende Rangjung-Dorje bekannt wurde, der zugleich der zweite Träger des Namens Karmapa und der dritte Halter des schwarzen Hutes ist. In der Takukagi-Überlieferung sind zwei, die als weithin gelehrt in Sutra und Mantra bekannt sind, nämlich einmal Buten Tamsi Khyentpa und dann Rangjung Dorje. Und von diesen beiden Rangjung Dorje ist derjenige, der der zweite Träger des Namens Karmapa und der dritte Träger des schwarzen Hutes ist. Und ich denke, dass dieses Zitat sehr präzise ist im Hinblick auf die eigentliche Geschichte.
Um das nochmal zu wiederholen, was ich bereits vorher gesagt habe, also wenn man es darum geht, wer ist der Erste, der überhaupt allgemein anerkannt und bekannt wurde als Kamera, dann ist es Karmapakshi. Und der Zweite ist Rangjung Dorje. Legt man Wert auf den Träger des schwarzen Hutes, dann ist der Erste Tüsum Khyempa, der Zweite Karmapakshi und der Dritte ist Rangjung Dorje. So sind da also Zitate und Quellen zu finden, die die Geschichtsentwicklung etwas genauer erklären, aus meiner Sicht. Nun, jetzt haben wir ganz viel darüber gehört, immer wieder Träger des schwarzen Hutes, Träger des schwarzen Hutes und so weiter. Und wie kommt es dazu? Nun, das ist daher, dass die Kette der Wiederverkörperung der Karmapas ein von anderen unterschiedenes Merkmal aufweist. Und eines dieser Merkmale eben ist, dass sie als Träger des schwarzen Krone oder schwarzen Hutes angesehen werden. Was sogar bis dahin geht, dass man Karmapas als Schwarzhutlamas bezeichnet hat. Und von dem Karmapa selber heißt es, dass er eben eine solche schwarze Krone dann auch zeige, auf dem Kopf tragend und dabei das Sechs-Silben-Mantra, Mani Pema Hung spreche und dann auch schwarze Pillen von 7 Wiederverkörperungen seiner selbst ausgebe und dergleichen. Darüber hinaus auch einigen Schülern solche Hüte gleicher Machart, aber in unterschiedlichen Farben, weiß, gelb, rot und grün, gegeben habe. Was nun die schwarze Krone selbst betrifft, so ist da unter jenen, die aus der Dharma-Hinsicht ein tiefes Vertrauen im Hinblick auf Karmapas empfinden und unter jenen, die vielleicht aus weltlicher Perspektive ein gewisse Klammern an Karmapa haben, dann ohne, dass sie eigentlich wirklich Bescheid wüssten über die Symbolik und die Geschichte des schwarzen Hutes, dass sie verkünden, das ist Befreiung durch bloßes Sehen, das ist heilig und so weiter. Und wieder andere sind da, die sagen, das Karmapas schwarzer Hut hat keinerlei Dharma-Bedeutung. Es ist einfach bloß der Hut, der ihm gegeben wurde durch die mongolischen oder chinesischen Herrscher. So etwa wie die Krone, die die Königin von England trägt und was einfach nur Autorität oder Macht beinhaltet. Wieder andere sagen, dass die Karmapas die schwarze Krone und diese Zeremonie benutzen, um Geschenke zu und Reichtum zu vermehren. In diesem Sinne wäre also der schwarze Hut oder die schwarze Krone einfach ein Mittel der Einkommensvermehrung. Wieder andere sagen, dass der schwarze Hut etwas ist, was nicht im Einklang mit Vinaya-Lehre steht. Es ist ein schwarzer Hut der Maras oder der Übel und es sollte überhaupt nicht getragen werden. Wie auch immer, es gibt also ganz viele Leute, die unterschiedliche Auffassungen darüber haben. Ein Grund dafür, warum es so viele verschiedene auseinandergehende Meinungen darüber gibt, ist wohl der, dass die Karmapas als Träger dieses schwarzen Hutes so weithin bekannt geworden sind und aus diesem Grunde zu jemand wurden, über den man überall und alles redet. Aus einer anderen Hinsicht ist das deshalb so, weil viele eben gar nicht darüber Bescheid wissen, was die eigentliche Symbolik und die Geschichte dieses schwarzen Hutes oder der schwarzen Krone ist und aus diesem Grunde einfach ihre Vorstellungen oder ihre Ablehnungen darauf projizieren. Okay, wann also ist dieser schwarze Hut oder diese schwarze Krone zum ersten Mal aufgetaucht? Wenn man das fragt, dann ist es wohl so, dass es zur Zeit des Tüsum Khyempa zum ersten Mal geschehen ist, in dem sogenannten Kristallspiegel der Weltauffassung oder Weltbilder von Thuken Lobsang Shüti Nima heißt es. Es heißt, dass Tüsum Khyempa, der die schwarze Krone trug, deshalb als Träger des schwarzen Hutes oder Krone bekannt wurde. Andererseits gab der mongolische Herrscher Karmapakshi einen schwarzen Hut der Aktivität und es war gewiss von diesem Moment an, dass all die Wiederverkörperungen als Träger der schwarzen Krone oder des Hutes bezeichnet wurden.
Dieser Tage, so heißt es dort weiter, sind die verschiedenen Rangabstufungen der chinesischen Minister unterschieden an den Ornamenten ihrer verschiedenen Hüte. Dies ist eine neue Gepflogenheit des Qing-Herrschers. Zur Zeit der mongolischen und Han-Dynastien unterschieden sie sich an der verschiedenen Ausfertigung oder der Gestalt der Hüte. Den Mentoren des Königs wurde eine schwarze Hüte mit goldenen Verzierungen verliehen. Und aus diesem Grunde war es, dass der Herrscher Yunglo, Yamqin Chuti und anderen solche Hüte oder Kronen verliehen hat. Und ich habe den Verdacht, wenn es heißt, dass die schwarze Krone der Karmapas aus dem Haar von Trillionen von Drakinis gemacht, ihm zum Zeichen seiner Größe dargeboten wurde, dass dies bloß Gerüchte oder Legenden sind. Er gibt dafür keine speziellen Gründe, aber er besteht gewissermaßen einfach darauf, dass diese schwarze Krone oder der Hut eben vor Karmapak überhaupt nicht auftrat und deshalb müsse es so sein, dass diese Krone der Aktivität ihm, Karmapakshi, zuerst verliehen sei. Und dass aber eben dieser schwarze Hut des Karmapakshi dann wiederum kein Zeichen für irgendein Dharma-Wirken sei, sondern nichts anderes als eine Gepflogenheit der chinesischen Dynastien, den man dem höheren Angestellten solche Hüte verlieh als Zeichen ihrer Aktivität, also ist ein Symbol für Macht und für Einflussnahme. Wenn man also fragt, war denn dann zu Zeiten von Düsun Khenpa es völlig unbekannt, schwarze Hüte zu tragen, dann haben wir wohl keine anderen Möglichkeiten, als in ganz alte Biografien hineinzuschauen, denn woher soll's, sonst sollten wir dies wissen können. Nun findet sich in dem Gesamtwerk von Thüsum Khyentpa nach einigem Suchen ein Text, der heißt Die drei Zyklen des Vermischens, und ist ein kleiner Text. Es handelt sich darum, dass ein direkter Schüler von Thüsum Khyentpa dort während der Unterweisung von Thüsum Khyentpa davon Notizen angefertigt hat. Und darin heißt es zum Beispiel: Denke dir, dass über deinem Scheitelpunkt auf weißem, wirbelndem Mondscheibe dein Hauptlehrer zu sitzen komme, ununterscheidbar von Thüsum Khyentpa, mit weißem Haar und schwarzem Hut oder Krone, als Leuchten und von der Beschaffenheit von Licht. Was das nun bedeutet, ist, dass es wohl zu jener Zeit für die Schüler von Thüsum Khyentpa, dann, wenn sie sich auf ihn fokussiert, ihn so im Sinne von Guru-Yoga sich vorgestellt haben, die ihn mit schwarzer Krone sich vorstellten, dass eine solche Gepflogenheit zu jener Zeit da vorhanden gewesen sein muss. Darauf gibt es meines Erachtens hier eben diesen Hinweis, so denke ich. Darüber hinaus ist da die Autobiografie Karmapakshis mit dem Namen Wer die drei Zeiten als zeitlos und eins erkennend die großartige Kraft vervollkommt. Und darin heißt es, insofern Je Düsun Khyentpa als die selbst entstandene Urbewusstheit der Wiederverkörperung von Indra Bodhi gesegnet war, zeigte er sich in der Wahrnehmung seiner Schüler als eine unvorstellbare Vielfalt an Verkörperungen und Abbildern verglichen mit dem Spiegelungen in einem Spiegel. Und insofern er von derselben Wesensnatur wie der große Brahmane Saraha war, trug er zum Zeichen der unveränderlichen Dharma-Grundnatur eine schwarze Krone aus schwarzer Seide mit goldenen Verzierungen, wie sie nie zuvor erschienen
war irgendwo auf dieser Welt zum Zeichen dafür, dass die zugleich entstehende Urbewusstheit der großen Gegenwart, Mahamudra, durch welche auch immer Zeichen und Symbol, nie abzubilden. Was er damit sagt, ist, dass dieser schwarze Hut des Thysum Khyentse, verfertigt aus schwarzer Seide und mit goldener Verzierung, zuvor in Tibet völlig unbekannt war. In demselben Sinne gibt es auch eine von Mikyo Dorje selbst verfasste Erklärung zu dem schwarzen Hut, worin er eine ganz alte Biografie des Thysum Khyentse zitiert und sagt, er trug einen Hut aus schwarzer Seide mit Zeichen von Gruppierungen runder Blüten. So kommt es eben aus dieser ganz alten Quelle einer Biografie von Thysum Khyentse in dem Zitat von Mikyo Dorje vor. Viele andere Geschichten, wie zum Beispiel auch aus dem Text genannt, das Fest der Gelehrten, berichten davon, dass Thysum Khyentse, als er die Ordination empfing, die Vision hatte, dass Dakinis, tausende von Dakinis, einen solchen schwarzen Hut auf seinen Kopf setzten und ihm den Namen Karmapa gaben als Zeichen, dass er die Aktivität aller Buddhas verkörpere. Und dass er aus diesem Grund in Bezug auf jene Vision dann später einen danach verfertigten solchen schwarzen Hut oder eine Krone getragen habe. Und nicht nur das, diese Krone, nämlich die Thysum Khyentse dann trug, wurde später auch unter die Schätze in Zopo-Kloster aufgenommen. Und wenn wir uns fragen, woher wollten wir denn wissen, ob diese Krone damals in der Schatzkammer von Zopo-Kloster sich befand? Nun, Mikyo Dorje selber hatte vier Hauptmentoren und derjenige, von dem er in erster Linie das Studium der Grundlagenwerke und so weiter empfing, war Karma Tinlipa. Und Karma Tinlipa hat einen Text verfasst, der heißt Fragen und Antworten, eine kurze Darstellung völliger Freiheit. Darin heißt es, die Krone, so sagen einige, die Aura des Sarha, bekannt als verfertigt aus dem Kopfhaar von Tausenden von Drakinis, derart ist die Lebens- und Befreiungsgeschichte der Wiederverkörperung für gewöhnliche Lebewesen nicht nachvollziehbar oder vorstellbar. Und es heißt, sie sei in der schwarzen Schatzkammer von Zopo verschlossen, aber wir haben sie jüngst nicht gesehen. Was sagt er also darin, dass es einen solchen schwarzen Hut des Thysum Khyentse gegeben hat, dass dieser aus den Kopfhaaren von Tausenden von Dakinis verfertigt sei und zudem in die schwarze Schatzkammer des Zopo-Klosters verschlossen worden sei. Er selbst habe sie aber nicht zu Gesicht bekommen. Weiterhin heißt es, dass der 15. Karmapa, Kakyab Dorje, als er die zweite Inkarnation von Jamgon Kontrol mit dem Namen Kontrol Khyentse Wangpo in Zopo intronisierte, ihm dort zum Zeichen, dass er die Intention der Karmapas vervollkommne, eben diesen schwarzen Hut des Thysum Khyentse ebenso gerade als Zeichen mal aufgesetzt habe. So ist es erwähnt in der Lebensgeschichte der Jamgöns. Und das soll alles heißen, dass eben dieser schwarze Hut des Thysum Khyentse nicht nur einmal, sondern dann später auch wieder und in diesen besonderen Schatzkammer des Zopo-Klosters auch aufgetaucht sei. In kurz also, wenn wir schon darüber diskutieren,
was es mit dieser Krone auf sich habe, dann können wir hier raus aus diesen Quellen Folgendes schließen, dass es erstens also so einen schwarzen Hut des Düsenkemper schon von dieser Zeit an von Düsenkemper angegeben hat und dass zweitens dieser Hut nicht zuallererst von irgendjemand Mächtigen, einem Herrscher oder einem großen Sponsor oder sowas ihm dargeboten, sondern er, Düsenkemper, diese Krone oder diesen Hut selber verfertigt hat oder verfertigen hat lassen. Das geht eigentlich aus all diesen Quellen deutlich hervor. Wenn wir aber hier schon dabei sind, dann gibt es eines, was wir ganz gewiss verstehen müssen. Ganz allgemein bekannt heißt es immer Kammerbarträger von schwarzer Krone. Oder man nennt die Krone auch den schwarzen Hut. Das sind Bezeichnungen, die aufgrund von den Materialien gewählt sind. Aber wenn es um die eigentliche Bedeutung dahinter geht, dann sollten wir wissen, die Farbe ist hier tiefblau, tief dunkelblau oder schwarzblau, aber bloß rein schwarz auf keinen Fall. Und der Grund dafür, diesen Hut oder diese Krone in genau so einer Weise zu verfertigen, ist in erster Linie in dem begründet, was man die Übung von Mantra nennt. Im Kriya-Tantra haben wir zum Beispiel eine solche Abhisheka mit Vase oder mit Krone. Und bei der Gelegenheit wird so ein Hut verwendet, den man auch Krone nennen kann. Und er trägt die Farben der verschiedenen Buddha-Arten, der Panchajina, ist also je einer der fünf Farben gemäß. Und in diesem Zusammenhang ist der Hut des Karmapa der Farbe von Akshobhya Vajra Buddha-Gruppe gemäß und trägt auch vorne als Zeichen einen Vajra, ist von Farbe blau-schwarz, dem Unveränderlichen des Dharmata, der eigentlichen Grundnatur, symbolisch nachempfunden. Ganz so wie im weltlichen Zusammenhang Leute Raum als das Symbol für Unveränderlichkeit betrachten. Also hier sozusagen die Farbe des Himmels als Beispiel genommen und deshalb tiefblau-schwarz verfertigt. Aus diesem Grund also ist diese Krone etwas, was im Sinne von Mantra-Anwendung oder Übung durch Symbol, Bedeutung und Zeichen oder durch das, was bezeichnet und was das Zeichen ist, wie auch immer, dadurch als Mittel, um das Klammern an gewöhnlicher Wahrnehmung loslassen zu können, also als besonders geschicktes Mittel zu sehen und in diesem Sinne ist auch diese schwarze Krone zu verstehen. Und demgemäß gibt es für eben diesen schwarzen Hut auch unterschiedliche, zahlreiche Erklärungen. Grundsätzlich gibt es sogar für den schwarzen Hut der Kamapas sehr, sehr viele Erklärungen und vielleicht eine der ältesten noch erhaltenen ist, denke ich, jene durch Rangjung Dorje, der dritten Karmapa-Inkarnation. Da ist mir an dieser Stelle die Idee gekommen, dass ich vielleicht zu diesem schwarzen Hut oder der schwarzen Krone etwas sagen sollte. In dem Text heißt es also, Namon Guru, den Guru-Fürsten gilt mein Gruß, ermutigt sei durch Drakinis, schwarzer Hut mitsamt Garuda-Schwingen, güldenem Angesicht. Dies Hutes Vorzüge will ich ein wenig klären. Der Unterteil ist etwas dunkel, Symbol für Dharmakaya, unveränderlich. Das Seitenbild als viereckig meint versehen mit maßlosen vier, versehen mit zwei Garuda-Schwingen, Symbol für Mittel, Weisheit, nicht entzweit.
Das Drei Spitzen Ragen meint drei Kayas in sich selbst vollendet. Viererlei an Farbe tragend, Symbol für vierfach Buddha wirken. Mit fünffach Seitenart verziert meint fünf Buddha-Arten ruhen auf dem Haupt. Mit Schirm und beiden Sonne, Mond, Symbol für Guru-Wunschjuwel, der nie entfernt ist, stets dabei. Zur Stirn ein Ziermal zeigend, meint, ein Dharma kennen, das macht alles frei. Mit Symbol derart versehen, dieser Hut, des großartigen Brahmanen Glanz ward durch die Jakinis verliehen, ist des Düsum Khyenpa Kronenglanz. Wer diesen Hut wertschätzt und liebt, möge den Kenner der drei Zeiten Düsum Khyenpa treffen. Okay, das ist also die Erklärung des schwarzen Hutes, wie es Jirangjung Dorje formuliert. Das ist also eine Erklärung, die Symbol und Bedeutung verknüpft, so wie es im Mantra üblich ist, als geschicktes Mittel, um das Klammern an gewöhnlichem Weltanschein umzuwenden und als ein besonderes geschicktes Mittel. In diesem Sinne ist es hier erklärt, denke ich. So, ich glaube, jetzt sollten wir eine kleine Pause einlegen. Für eine halbe Stunde eine Pause. So, vorhin habe ich Ihnen kurz darüber gesprochen, wie der Ursprung der schwarzen Krone oder der schwarzen Hutes zu sehen sein könnte. Nun, eine weitere besondere, nicht allgemein übliche Wirkungsart der Karmapas war, dass sie nicht nur einen schwarzen Hut getragen, sondern zu einem speziellen Anlass eine solche schwarze Kronenzeremonie, worin eben diese Krone auf dem Haupt zu tragen, zum Zeigen kam, durchgeführt haben. Wenn man sich jetzt fragt, wie kam es dazu, so eine schwarze Krone zu zeigen, also das im Rahmen einer Zeremonie, was ist der Ursprung dieser Tradition, das ist nicht einfach zu sagen. Aufgrund der Geschichten und Quellen, die ich bisher gesehen habe, scheint es mir, dass es zur Zeit des 7. und des 8. Karmapa gewesen sein muss oder könnte. Das ist meine jetzige Meinung dazu. Es ist aber auch möglich, dass es schon vorher stattgefunden hat. So scheint es mir jedenfalls. Über diese Zeremonie des schwarze Krone Zeigens findet sich in der Biografie des dritten Dalai Lama, des dritten Kyalwa, Sönam Kyamtso, die von dem 5. Dalai Lama verfertigt wurde, darin eine Geschichte über das Zeigen dieser Krone besonderer Art, die ich dort gesehen habe. Und was sagt es darin? Das heißt, dass zur Zeit des 9. Karmapa Wangchuk Dorje, dann der Gyalwa Sönam Gyamtso, dort zu ihm gekommen sei, um ihn zu treffen. Und dort angekommen, trug er vor, dass er unbedingt die Krone sehen müsse. Auf dieses Ansinnen hin gab der Karmapa zur Antwort, dass ganz allgemein, abgesehen von großen Versammlungen mit vielen, vielen Leuten und in Öffentlichkeit es zu zeigen und aus anderen besonderen Anlässen es eigentlich nicht üblich sei, das bei einer persönlichen Begegnung durchzuführen. Aber natürlich für Tulku Rinpoche werde er dies ohne Zweifel
tun, gab sofort den Auftrag, dass die Schatulle herbeigebracht werde. Und Kamapa nahm die Krone auf sein Haupt. Und Jagwa Sundam Gyaltso hat dann auch eine Opferung gemacht. Im Anschluss an dieses Zeigen des Tragens der Krone hat Jagwa Sundam Gyaltso darum gebeten, ob er nicht kurz eben diese Krone auch in die Hand nehmen könne. Und bei diesem Überreichen dann habe Dena diese dann in den freien Raum, einfach mitten in den Raum sozusagen abgelegt. Und es heißt, dass Karmapa und die Schüler alle davon als ein sehr wunderbares Zeichen gesprochen haben. Und aus genau diesem Grunde fügt der fünfte Dalai Lama, der Verfasser dieser Biografie, an, dass, wenn es heißt, diese schwarze Krone sei aus den Haaren von Dakinis gemacht, dann ist es vielleicht doch nicht sicher, dass diese Aussage falsch ist. So ist es dort berichtet. Und das vor dem Hintergrund, wo der große fünfte Dalai Lama in Hinblick auf Kagyubas sonst nicht gut zu sprechen war. Aber bei diesem Umstand es mit der Feststellung verbindet, dass es vielleicht doch nicht ausgeschlossen sei, dass diese Krone aus den Haaren von Dakinis verfertigt sei. Vielleicht eine Möglichkeit dafür da sei. Solcher Art Wunderbares ist also da zu finden. Was nun die eigentliche Zeremonie des Zeigens der schwarzen Krone anbetrifft, scheint es, dass diese selber im Laufe der Zeit starken Veränderungen unterworfen war. Allein nach den Worten einiger alten Mönche aus Zurpu gemäß hat es selbst zu der Zeit des 16. Karmapa für dieses Zeigen der schwarzen Krone in der Art und Weise eine ganze Reihe Veränderungen gegeben. Und wenn wir uns heutzutage fragen, wie haben die Karmapas jeweils diese schwarze Krone gezeigt, in welcher Art von Wirken haben sie das verbunden, und dann kann man in der Autobiografie von Situ Chütijungne darüber nachlesen. In dieser sehr klaren Darstellung schreibt er, dass er selbst aus Notizen oder aus der Zeit des 9. Karmapa Wangchuk Dorje gesehen habe, die gewissermaßen die verschiedenen Abläufe festhielten. Aber das muss ich jetzt nicht vielleicht bei dieser Gelegenheit hier alles ausbreiten. Grundsätzlich aber aus dem Anlass des Zeigens der schwarzen Krone war es wohl üblich, die Öffentlichkeit dazu anzuhalten, das Mani-Mantra 10 Millionen Mal zu wiederholen, möglichst, und Tieren das Leben zu schenken, Streit und Konflikte beizulegen und andere viele gute Dinge einzuleiten. Dieser Tage findet man in Tibet und auch überhaupt in der ganzen Himalaya-Region, also auch in Nepal und so weiter, die Gepflogenheit, um Mani-Mantras auch mit Melodie zu singen und zu wiederholen. Und auch die Gepflogenheit dieses Gebetsrades mit Om Mani Padme Hum zu drehen. Das ist eine weit verbreitete Gepflogenheit. Und wenn man sich fragt, woher kam diese Gepflogenheit, eben dieses Gebetsrad mit Om Mani Padme Hum zusammen zu benutzen, was ist der Ursprung davon hauptsächlich, dann scheint es hauptsächlich auf den zweiten Karmapa, Karmapakshi, zurückzugehen. Von ihm an wurde dies üblich in der Überlieferung. So heißt es. Nun, des Mahasiddhas Karmapakshi hauptsächliche Übungsgottheit Yidam war Rotochin Resik Gyalwa Gyaltso, und er habe eine Vision gehabt, in dem ihm Dakinis der fünf Arten bedeutet haben, dass er in die Öffentlichkeit gehen müsse mit
dem Wiederholen von Om Mani Padme Hum in einer mit Melodie verbundenen Weise ist dort öffentlich zu singen, sodass er, wenn er solche Art täte, und diese Empfindung hat er dabei, alle Anwesenden damit tiefem Segen und Ermutigung bedenken werde. Und von dieser Zeit angefangen heißt es, dass Karma Bhakshi dann, wo immer er auch hinging, in erster Linie eben diese schwarze Krone zeigte und Om Mani Padme Hum mit Melodie verbunden, dass diese Mani-Melodie wiederholen von dieser Zeit an üblich geworden sei. Solche Art gibt es viele Berichte und Quellen, im Besonderen auch in dem bereits genannten Fest der Gelehrten und anderen Darstellungen der Dharma-Geschichte. Insbesondere auch eine der späteren Geschichten, wo es heißt, dass Drogön Chöpak bei seinem Aufenthalt in Mongolien und dort Leute sagen hörte, ach, Karma Bhakshi, das war doch der, der immer nur Manis wiederholt. Karma Bhakshi, das war der Mani-Mann, der immer nur Manis spricht. Da ist nicht viel mit los gewesen. Aber Drogön Chöpak gegenüber haben sie außerordentlich tiefen Respekt und Ehrerbietung gezeigt. Durch die mongolischen Oberen, aber im Hinblick auf Karma Bhakshi, haben sie sich ausgelassen darüber, dass er nur ein Mani wiederholte, aber sonst keinerlei Vorzüge aufweise. In solche Art sich kritisch oder sagen wir herabwürdigend gezeigt. Solcherlei Geschichten werden also auch zugetragen. In kurz also, in Tibet, Lamas, die Manis sprechen, wiederholen und insbesondere auch mit Melodie Manis singen und auch mit der Hand dieses Gebetsrad mit Om Mani Padme Hum verbunden drehen. Dies sei eben in erster Linie auf das Vorbild und Beispiel des Mahasiddha Karma Bhakshi zurückzuführen. So jedenfalls haben es der siebte Panchen Lobsang Tempe Nyima und andere Gelehrten unterschiedlicher Richtungen dargestellt. Und in ähnlicher Weise als zur Zeit des Ming-Herrschers Yunglo, der fünfte Karmapa Dishin Shekpa nach Nanjing ging, dann sei Om Mani Padme Hum in erster Linie als Namensmantra oder Dharani-Mantra in Verbindung mit dem Karmapa im Gedächtnis geblieben. Und es war wohl so, dass zu jener Zeit, wenn die chinesische Bevölkerung dort zum ersten Mal Om Mani Padme Hum hörte, das für sie einen sehr merkwürdigen Klang hatte. So etwa in der Art, wie wenn hier im Westen manchmal Leute einen Scherz machen in englischer Sprache, als ob Om Mani Padme Hum klinge, so wie Money, Pay Me Money oder so etwas. Und so war es auch zu jener Zeit, dass dann viele Chinesen davon merkwürdig berührt, dieses Mani-Mantra als etwas Merkwürdiges, auf jeden Fall nicht als die Sprache des Buddha betrachteten. Das muss etwas sein, was sich die westlichen Leute da einfach so ausgedacht haben. Und dass sie viele Scherze mit diesem Mani-Getue und Gemache gemacht haben. In solcher Art findet sich ganz viel in den chinesischen Geschichtsschreibungen, aber da ist heute jetzt nicht die Zeit dazu, all dieses im Detail zu berichten. In kurz aus all diesen genannten Gründen kann man verstehen, dass die Zeremonie der Karmapas, die schwarze Krone zu zeigen, in erster Linie dazu gedacht war, Menschen zu guten Tun zu inspirieren. So denke ich, können wir das verstehen. Wie dem auch sei, jedenfalls, wenn heutzutage diese alten guten Gepflogenheiten nach und nach schwach geworden sind,
Dann können wir es Leuten auch nicht übel nehmen, dass sie heutzutage alle möglichen Ansichten haben, wie zum Beispiel, dass diese schwarze Krone-Zeremonie in erster Linie ein Mittel sei, um Einkommen zu vermehren oder irgend so etwas. Solche Art ist also vielfach vorgekommen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir die eigentlichen Herzensintentionen, die Ziele der Karmapas, dass wir sie ohne Fehler und Irrtum, Abweichung versuchen zu bewahren. Nun, diese schwarze Krone oder dieser schwarze Hut, der während dieser Zeremonien getragen wurde, selbst war wohl in den früheren Zeiten von Düsum Kyenpa und Karma Pakshi einfach so aus irgendwelchem schwarzen Stoff Baumwolle zusammengenäht und keinerlei Juwelen, Schmuck und so weiter als Verzierung. Zum Beispiel ist da immer noch der schwarze Hut des Karma Pakshi im Karma Gön Kloster, das man auch heutzutage noch ansehen kann. Und er ist von dem Material aus ganz normalem Stoff gemacht und hat keinerlei irgendetwas Erstaunliches oder Wunderbares an sich. Später dann haben die Yuan- und Ming-Herrscher viele Geschenke dargebracht und den Karmapas Opferungen dargebracht, sodass es in Tibet so wie ein Sprichwort gewesen ist: Die Karmapas haben Reichtum ohne Grenzen. Und der Grund dafür war wohl, dass die Karmapas über eine Zeit viele Geschenke und Opferungen von Form von Schätzen aus China und Tibet und Mongolien empfingen, so dass diese großen Opferungen und Gaben, die sie empfingen, dazu führten, dass sich ein Sprichwort bildet wie: Der Karmapas Reichtum ist unerschöpflich. Aber das meiste an diesem Reichtum ging verloren in dem Krieg mit dem mongolischen Herrscher Kuschri Khan, und dann später in der Kulturrevolution ist alles verloren gegangen. Das bisschen, was davon noch verblieben ist, liegt daran, was der 16. Karmapa mit sich nehmen konnte nach Indien. Und das scheint seine Güte gewesen zu sein, und das ist dann in dem Rumtek-Kloster unter Verschluss. Aus all diesen Gründen und Umständen heraus sollten wir die Überlieferung der Kammer Kamtsang selbst davon lernen, von all diesen Verlusten und Fehlern, und das als ein Beispiel, eine Lektion nehmen. Und auf der anderen Seite scheint es nicht viele zu geben, die so verfahren. Ganz allgemein finden sich in den Geschichten und Biografien viel darüber, dass die mongolischen und chinesischen Herrscher viele Kronen als Geschenk oder Opferung gegeben haben. Aber unter all diesen sind es in erster Linie zwei, die wir identifizieren können. Und woher wissen wir das? Und einmal ist es eine klare Darstellung in Karma Tinles, Fragen und Antworten, die kurze Darstellung von Freiheit. Und was heißt es darin? Da sagt er: In den Zeltlagern heutzutage, da ist da eine aus mongolischem Material verfertigt, die der Karmapa Rolpe Dorje einst von dem mongolischen Herrscher Timur Khan geschenkt bekam, und dann eine weitere, die der chinesische Herrscher King Ha dem Herrn dem Karmapa Tongwa Dönden, mit vielen Juwelen gespickt, bereicht hat, die unter dem Namen Samling Yeshak bekannt wurde. Diese beiden. Also hier ist die Rede von zwei schwarzen Kronen. Und in den Lebensgeschichten der Karmapas findet sich häufig die Bemerkung, das heißt, er trug die Krone, die heißt
bedeutsam, sie zu sehen, oder die Krone Samling Yeshak. Also aus all dem kann man schließen, dass es zwei verschiedene Kronen haben sein müssen, die in diesen Kronenzeremonien zur Anwendung kamen. Aber wir wissen nicht genau, welche von diesen beiden Kronen es ist, die der großartige Schützer, der 16. Karmapa, getragen und vielfältig in dieser Welt gezeigt hat. Da kann ich zu keiner Entscheidung kommen jetzt, welche von beiden dieser Kronen es gewesen ist. Den alten Mönchen von Zurpo gemäß, aber die alten Mönche von Zurpo haben ganz viel erzählt, viel geredet und viel erzählt, und aber nichts, was wirklich eine nachvollziehbare Quelle hätte. Aber was sie so am meisten zusammen erzählt haben, dass dieser eben uns bekannte von 16. Jalwan Karmapa gezeigte schwarze Krone ihm vom Herrscher Junglo früher geschenkt worden sei. So reden sie im Grunde genommen alle. Nichtsdestotrotz findet sich in der Lebens- und Befreiungsgeschichte des Karmapa Dechin Shekpa, und davon gibt es mehrere, denn einer, die von einem seiner Schüler, Zurpo Jamyang Chenpo, verfasst wurde. Und darin heißt es, dass der Ming-Herrscher Junglo vor seinem Treffen mit Karmapa einen Traum hatte und dass er in diesem Traum in der Weite des Raumes vor sich den Buddha Ratna Sikhin, umrundet von vielen Buddhas und Bodhisattvas, gesehen habe. Und dann habe sich plötzlich dieser Buddha in den westlichen Lama Karmapa verwandelt. Nun, westlich, weil aus der Sicht von China ist Tibet im Westen, deswegen sprechen sie von den westlichen Guru. Habe sich also in diesen westlichen Guru Karmapa verwandelt und mit einer schwarzen Krone auf dem Haupt. So hat er es in seinem Traum gesehen. Und dann später, als er ihn tatsächlich traf, hat der chinesische Herrscher in dieser Begegnung mit Karmapa ihn als völlig genau vom gleichen Gesichtsausdruck, der Gestik und dem gesamten Körper gesehen, wie in dem Traum ihm zuvor erschienen, was ihn mit großer Freude erfüllte. Und er habe aufgrund dieser sehr beglückenden, erfüllenden Begegnung dann dem Karmapa eine Preisung als Buddha Ratna Sikhin verfasst und die mit Juwelen und Ornamenten geschmückt war, und auch ein Tanka. Und er habe da noch in der Folge dann später diesen Namen bekannt gemacht und habe ihm Titel verliehen. Titel verliehen, so, da sprechen wir von dem, was die früheren Herrscher, auch die mongolischen Herrscher, zum Beispiel dem Drukhan Shütyipakpa als Titel verliehen haben, während der Yuan-Herrscherzeit. Und so hat er ihm auch einen Titel von fast der gleichen Art verliehen, als kostbarer König des Dharma und so weiter. Und hat aber als etwas Besonderes an diesen Titel den Namen Dechin Shekpa angefügt. Und warum hat er das getan? Weil es seinem Traum entsprach, wo er ihn, den Karmapa, dort als den Dechin Shekpa, den Tathagata Ratna Sikhin, gesehen hat. Und so kam es eben zu diesem Anfügen des Titels Tathagata oder Dechin Shekpa. Und das ist auch der Grund dafür, warum dann der 5. Karmapa mit allgemein mit diesem Namen Dechin Shekpa bekannt wurde, und vorher war das aber nicht der Fall. Also all diese Details sind dort klar und deutlich aufgezeichnet, aber es findet sich keinerlei Bericht darüber, dass zu jener Zeit ihm eine schwarze Krone verliehen worden sei. Und deshalb habe ich, mit Verlaub, und bitte die alten Lamas aus Zurpo, mir dies zu verzeihen, da so ein bisschen Zweifel an ihrer Geschichte. Und weiter sagen die alten Lamas aus
Zulbo, dass da noch eine Krone sei, die der König von Chang ihm geschenkt habe, eine Chang-Krone, die im Vergleich zu der heute uns bekannten schwarzen Krone ein bisschen eine bläulichere Farbe habe. Die sei jedoch zu der Zeit, als der 16. Karmapan nach Indien ging, in Tibet verloren gegangen. Und seit der Kulturrevolution dann könne niemand mehr sagen, wo sie heutzutage sei. Das ist also eine solche Rede. Wie auch immer, ich habe in den Lebensgeschichten der Karmapas einzig den Hinweis darauf gefunden, dass der König von Zhang ihm, den Karmapa, eine goldene Krone geschenkt habe, aber und keine andere. Deshalb denke ich, dass die Krone, die vielleicht in Tibet zurückgeblieben ist, jene ist, die von den Zweien, von denen ich am Anfang berichtet habe, die Samling Yesha genannt wurde, aber eine richtige Gewissheit habe ich darüber nicht. Ganz allgemein gesprochen hat aber auch der Ming-Herrscher Yunglo Jamchen Chüti eine Krone aus schwarzem Material geschenkt, die aber von der Form her die fünf Buddha-Arten abbilden soll, die also der Farbe nach dem Hut der Karmapas entspricht, aber von der Form her ganz anders war. In ähnlicher Weise heißt es, habe der Ming-Herrscher Jindö dem ersten Gyaltsab, Gojir Palchol Dönrup, eine schwarze Krone dargeboten. Aber als dann Gojir Palchol diese Krone aufsetzte, sah er so ähnlich aus wie sein Guru, aufgrund dessen er diese als ein besonderes heiliges Objekt für das Innere einer Statue stiftete. Aus welchem Grund man, abgesehen davon, dass es auch eine schwarze Farbe gehabt habe, nicht sagen kann, ob es wirklich genau dieselbe Art von Krone war wie die der Karmapas. In kurz, der Karmapa Düsenkempa und Karmapakshi pflegten solche schwarzen Hüte oder Kronen als erste zu tragen. Und jene, die dann später von den chinesischen und mongolischen Herrschern als Geschenk überreicht wurden, hatten dieselbe Gestalt und Form und Farbe, aber ein bisschen aufwendiger. Es scheint, dass sie mit Juwelen und anderen Materialien von höherer Qualität ausgestattet waren. Das aber davon abgesehen, auch bevor es üblich wurde, dass die chinesischen und mongolischen Herrscher Karmapas als ihre Gurus ansahen, sie schon eine solchen schwarze Krone getragen haben. Aber wie dem auch sei, heutzutage, wenn Leute die Kernpunkte davon nicht verstehen, und was an der schwarzen Krone wichtig ist, dann sagen sie, ah, sie ist voller Juwelen und sie ist von grenzenlosem Wert und solche Sachen. Was mir nicht verschieden verscheint von dem Gerede, wo man sagt, da ist Holzkohle und die ist aus Sandelholz hergestellt und verkauft sie dann als etwas Besonderes. Weshalb es mir erscheint, dass es sehr wichtig ist, dass wir, was wirklich geschieht und geschehen ist, kennen und mit Begründung versehen und dass wir uns nicht den Geschichten hingeben sollten oder Gerüchten, die von irgendwelchen Leuten da zusammengetragen werden und die vielleicht eine gewisse Belustigung hervorrufen, aber ansonsten jeder Begründung entbehren. Es scheint, dass ich heute in erster Linie Geschichten hier vorgetragen habe. Nun, es soll aber jetzt nicht nur beim Geschichtenerzählen bleiben. Nun, da ist ja nun auch noch das, was man als ein Wort der Preisung oder der Anrufung des Karmapa benutzt, bekannt als Karmapa Tienno, und was auch unter diese Dinge gehört, wo man nicht bestreiten kann, dass es eine Besonderheit der Karmapas darstellt. Aber wenn wir uns fragen,
wann und wie ist das entstanden, diese Gepflogenheit Karmapatya nur zu wiederholen, dann ist das außerordentlich schwierig, weil es sich ganz allgemein unter jenen, die von tiefer Herzenshingabe zu den Karmapas waren, dann unter den Allgemeinen in der Bevölkerung so verbreitet hat, dass bei so vielen es schwer zu sagen ist, dieser genau hat damit begonnen. Ganz allgemein war es im frühen Tibet schon üblich, dass Leute zum Beispiel solche Gottheiten, den Pass übergingen, Yangla Shabyu Kien sagten, also bitte gedenke meiner, oder Tangla Shabyu Kien und so weiter, wie man in den Geschichten lesen kann. Und dann später in der Folge, als sich Buddha Dharma in Tibet mehr und mehr verbreitete, dass es dann auch üblich war zu sagen, die drei Juwelen gedenket meiner, Künchasum Kien, oder bitte drei Juwelen gedenket meiner mit Mitgefühl und so fort. Und als dann Karmapa mit diesem Namen weiter und weiter bekannt wurde, dass dann Menschen gesagt haben, oh, Karmapa, denk an mich, gedenke meiner, schau auf mich und so fort. Dass es dadurch allmählich sich verbreitet habe, so scheint es mir. Und heutzutage scheint es so manchmal, dass einige chinesische Dharma-Freunde die Idee entwickelt haben, dass Karmapatya nur der Name von Karmapas sei und dass sie auch mir gegenüber mich als Karmapatya nur ansprechen, als ob das mein Name sei. Man ist aber von der Bedeutung her bei dem Karmapatya nur, das Kenno bedeutet, schau auf mich, gedenke meiner, gewähre mir Schutz oder in der Art, hilf mir. Also in kurz, es ist eigentlich eine Anrufung und eine Bitte darin. Ich habe da einen Text gesehen aus der Ming-Zeit, in dem es heißt, es enthält die Bilder und die Namen der Buddhas und Bodhisattvas. Und es hat darin oben ein Bild, eine Zeichnung des Karmapa Station Shekpa, wie oben auf einem Schrein. Und darunter in chinesischen Buchstaben Lama Karmapa, der kostbare Herr des Dharma, ist in seinem Wesens Kern Om Mani Padme Hum. Und weiter darunter auf der rechten Seite von ihm und von uns aus links, dann in Lenza Schriftzeichen Karma Guru Namo Om Mani Padme Hum geschrieben, und zu seiner linken, also von uns aus rechts unten, dann in tibetischen Buchstaben Shichi Karmapa, also Dharma Herr Karmapa, zum Gruß Om Mani Padme Hum. Das heißt, wie auch bereits vorher dargestellt, dass angefangen von der Zeit des Mahasiddha Karmapakshi die Gepflogenheit, Om Mani Padme Hum mit Melodie zu singen, mit Gebetsrat versehen und auch als Anrufung zu wiederholen, dass sich dieses Om Mani Padme Hum als Gebrauch im und Wirken verbreitet hat, bis hin dazu, dass mindestens zur Zeit des Karmapa Dishinchekpa es sogar so weit verbreitet war, dass im Hinblick auf ihn als Namensmantra oder Anrufung in erster Linie Om Mani Padme Hum verwendet wurde. Und erst langsam und allmählich im Gefolge dessen hat sich dann anstelle dessen auch die Anrufung des Karmapa mit Karmapa Tienno entwickelt, so denke ich. Und wenn wir heutzutage vielfach eben Karmapa Tienno wiederholen, dann hat dieser vielfache Gebrauch seinen Ursprung in den Worten des 8. Karmapa Mitö Dorje, insbesondere dem Guru Yoruka in vier Zeiten, worin es da eben heißt, man solle viele, viele Male diese Mantra Karmapa Tienno wiederholen. In ähnlicher Weise ist es auch in dem Berg Dharma des Karma Chakme verzeichnet. Darin heißt es, in Bezug auf die Anrufung der Gurus der Überlieferungslinie, dass wenn in Sanskrit-Sprache Karma verwendet,
wird, dass dies im Tibetischen bedeutet, Arbeit oder Wirken. Und insofern alle Lehrer der Überlieferungslinie solche sind, die Buddha wirken, ausüben oder vollziehen, ist der Ausdruck, der jenen bezeichnet, der die Verkörperung allen Buddha-Wirkens darstellt, Karmapa, eine Bezeichnung, die durchaus auf alle Lehrer der Überlieferungslinie anwendbar erscheint. Was sagt er also hier? Das, was wir normalerweise als Karmapa bezeichnen, ist der private Namen gewissermaßen jener in der Überlieferung der Wiederverkörperungslinie der Karmapas. Manchmal aber auch bezeichnet man alle, die in der Volkschaft der Überlieferung der Karmapas stehen, auch mit dem Namen oder kann sie anrufen als Karmapa. Und dann, ab einem gewissen Zeitpunkt, als die Kamakamsang-Tradition etwas schwächer wurde, dann hat sich in Yangtze-Kyul zum Beispiel die Gepflogenheit entwickelt, dass sie anstelle von Karmapa einfach Karmawa sagen. Und dann noch weiter, dass selbst dieses Wa noch wegfällt und dass sie stattdessen nur noch sagen, Kamma, Kamma, Kamma. Solche Art ist auch zu beobachten. Und so gibt es Gelehrte, die darauf hinweisen, dass das ein bisschen zu kurz und verkehrt sei. Wie auch immer, wenn man es von der Bedeutung des Wortes her betrachtet, ist jeder, der die Buddha-Aktivität oder Buddha-Wirken vollzieht und ausübt, jemand, der Karmapa, also ein Buddha-Wirkender ist und könnte auch so angerufen werden. Und insofern sind alle, die echte, authentische Lehrer darstellen, von diesem Standpunkt her aus berechtigt, als Vertreter des Buddha-Wirkens gesehen zu werden. Und man könnte sie auch mit Karmapa ansprechen oder mit Karmapa Chenu anrufen. Und in gleicher Weise alle Gurus der Überlieferungslinie mit Karmapa Chenu anrufen. Das ist es im Kern, was Karmachakmi hier mitteilt. Deshalb denke ich, wenn wir so üblicherweise Karmapa Chenu wiederholen, wenn wir dann diese Wortbedeutung im Herzen und Geiste behalten könnten, dass dies sehr gut wäre. Also nicht so, dass man denkt, Karmapa Chenu so im Gegenwart eines Karmapa und dann dort diesen Namen, dieses Mantra so verwendet, als ob es eine spezielle Person, ein Individuum anrufe, sondern stattdessen alle Gurus der Überlieferungslinie mit einschließt oder alle in der Tradition des Buddha befindlichen Herzensfreunde, die mit Guten vertraut machen, Kalyana Mitras, alle authentischen da mit einschließen kann. Oder einfach im Land der Schneeberge in Tibet, alle Gurus, der ungeachtet ihrer Lehrrichtung, alle authentischen Lehrer dort so ansprechen könnte. Alle, die dort das Buddha-Wirken verbreiten, alle, die in den Herzen und Bewusstsein der Lebewesen den Samen für Befreiung einpflanzen, allen jenen gegenüber wäre es berechtigt und gerechtfertigt, sie mit Karmapa Chenu anzurufen. Kein Grund gibt es, dies nicht tun zu dürfen. Das ist der Kernpunkt hier und so ist es erklärt. Ja, so hat sich das entwickelt. Wenn ich jetzt auf die Uhrzeit schaue, 8:30, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt mit den vielen Uhrzeiten. Dann müsste da eigentlich noch eine halbe Stunde übrig geblieben sein, aber ich denke, vielleicht ist es besser, wenn ihr heute die Gelegenheit habt, etwas früher schlafen zu gehen. Also möchte ich es hierbei bewenden lassen. Und ich überlege, ob nicht vielleicht von morgen angefangen wir die Anfangszeit bei derselben Uhrzeit belassen und dann für eine Stunde vielleicht erklären, dann eine halbe Stunde Pause vielleicht und dann danach vielleicht nur noch eine halbe Stunde oder 40 Minuten, dass das eigentlich genügen mag, denke ich gerade. Und ich denke, vielleicht ist das für jetzt und heute gerade okay und gut genug. Und das ist immerhin der erste Tag. Und deswegen ist vielleicht heute auch vom Klang und Sound her nicht alles so hundertprozentig okay geworden. Aber dann gibt es die Gelegenheit, von Tag zu Tag da ein etwas Besseres anzustreben. So ist es meine Idee. Okay, nun Widmung und Wünsche.